Moin, Mahlzeit und willkommen. Es ist Black Weekend, das bedeutet, es gibt Rabatte. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Und zwar mit dem Code SINGFREE bekommt ihr bei einem Einkaufswert von 60 Öcken kostenfreien Versand in meinem Merch-Shop. Da gibt es das hier nicht mehr, das war die Halloween Edition Limited, wer die versäumt hat. Ja, da sollte beim nächsten Mal zuschlagen, wenn irgendwas zeitlich limitiert erhältlich ist. Alles, was jetzt gerade da ist im Shop, ist für immer da. Und ja, SINGFREE, ab 60 Euro kein Versand. Mit dem Code BLACK20 bekommt ihr bei Messermax unter anderem auf dieses wundervolle Messer hier, was ich heute auch zum Auspacken verwenden werde, obwohl es sehr scharf ist. Ich hoffe, ich schneide mich nicht. 20% Rabatt aufs gesamte Sortiment, außer irgendwelche Sonderaktionen. Ja. Gönnt euch mies. So viel dazu. Frohes Shoppen. Ich habe hier 4 Pakete und die sind alle, glaube ich, mit etwas gefüllt, was flüssig ist. Es lässt erahnen, dass es Suff ist. Und heute, also schon mittlerweile 2.14 Uhr, in diesem Samstagmorgen technisch gesehen, heute Abend geht's nach Görlitz und wir feiern meinen Geburtstag. Und da muss ich ja meine Gäste vorher abfüllen sozusagen, beziehungsweise versorgen. Und ja, deswegen habe ich Hoffnung, dass dieser Paketinhalt hier, dieser 4 wundervollen Pakete, dabei helfen. Deswegen habe ich es jetzt so kurzfristig entschieden, einfach auszupacken, obwohl es nur 4 Pakete sind. Geliebter Bruder, ich sende dir hier ein paar... Ach Junge, die Schrift... Ein paar feinste, vermute ich mal, Waren, die sich so angesammelt haben. Ich hoffe, du bist bald wieder ganz der Alte und fit wie ein Turnschuh. Das hoffe ich auch. Etwas G-Fuel zur Stärkung habe ich noch reingepackt. Das ist momentan auch absolut nicht legitim. Grüße, ein Johannes aus Berlin. PS, liest nicht die Amazon-Bewertung zu den Gummibärchen. Oder mach's nur zur Sicherheit. Die Schrift dieses Mannes, die ist einfach unter aller Sau. Original Bärengarten, leichte Beeren, zuckerfrei. Maßvoll genießen. Zuckerfrei verträgt nicht jeder, kann abführend wirken, aber einer Menge von ca. 5 Bärchen. Das steht wirklich hier. Die halten sich bis Mitte 22, das ist sehr schön. Natürliches Shampoo von Dr. Squatch. Junge, der Yeti. Okay, wild. Junge, echt, das ist ja echtes G-Fuel, Alter. Bahama Mama, so hießen immer unsere Lieblings-Cocktails in der Maibar. G-Fuel. Ich dachte, das gibt's hier in Deutschland. Krass. Ist doch alles Englisch. Alter, krank. Echtes G-Fuel. Habe ich auch noch nie so gesehen. Irgendwo. Geil. Danke. Kokos und Milch auch immer gut. Ist noch das haltbar? Sieht irgendwie... Wo ist denn das Datum? Egal, wird schon noch geschmackhaft sein irgendwie. Jetzt haben wir hier Monster Mule, der ist auch eigentlich ganz geil. Das erinnert der Monsters, die mir so schmecken. Natürliches Deo. Ist das hier Puder oder was? Junge, was? Mystische Inhalte. G-Fuel, vielen Dank auf jeden Fall. Das Paket ist an sich sehr clean und fresh, aber... Die Inhalte sind so random. Was sind das? Hellfire Detroit Chili Pepper Habanero 100 bis 300.000 Scoville Hot Sauce. Oh, die sieht auf jeden Fall, die sieht krank aus. Die sieht aber auch richtig lecker aus, muss ich sagen. Würde das hier nicht dastehen mit den 300... Mann, diese Cam mit den 300.000 Scoville, dann hätte ich jetzt echt gedacht, das ist eine normale Soße. Okay.
bin ich ja mal gespannt. World's Best Hot Sauces, Heatagonist. Heatonist. Vielen Dank auf jeden Fall für die scharfe Soße. Die wird definitiv mal verkostet. Das ist auch flüssig gefüllt. Das ist auch flüssig gefüllt. So, danke für das Paket, Brie. Brudi. Nett ihr, aber waren Sie... Was? Aber kennen Sie Peniger Jungs? Okay. Penig ist wirklich eine schöne Stadt, muss ich sagen. Kegon Owalski. Kennt man. Grüße gehen erstmal raus nach Penig. Sehr geehrter Herr Epsteinberg und Gast. Dies ist mein erstes Paket an Sie. Hiermit möchte ich mich vielmals für Ihre stets amüsierenden Bewegtbildproduktionen bedanken. Bevor Sie anfangen, diese Sendung zu durchstöbern, möchte ich Sie bitten, sich zu vergewissern, dass die Aufnahme läuft. In der Tat, Brudi. In dieser Postsendung sind einige feine Sachen zu finden. Angefangen natürlich bei der Brühe. Ich habe einige verschiedene wohlschmeckende Maurerbrausen ins Paket getan, auch wenn Sie diese aufgrund unangenehmer Umstände nicht verkosten können. Entweder Sie lagern diese ein oder spenden Sie dem geliebten Vieh. Der Pfeffi ist eine kleine Spende für den Schänder. Des Weiteren habe ich Ihnen einige Verbrauchsgüter in das Paket getan, unter anderem Hagebuddene-Tee für die zügige Genesung. Dankeschön, das ist sehr süß. Ebenso finden Sie eine kleine Sammlung von Kupferschrott in Klammern 830 Gramm. Ich hoffe, mich dadurch für einen Videotitel Wunsch qualifiziert zu haben. Diese wäre nett hier, aber kennen Sie die Peniger Jungs? Also, Moment. Just for fun werde ich jetzt mal recherchieren, was das wert ist. Aber man kann sich dafür nur mit exakt mehr als 400 Gramm Kleingeld qualifizieren. Hier herrscht Ordnung. Kupferpreis. Ein Kilogramm reines Kupfer liegt durchschnittlich zwischen 4 und 6 Euro. Wo zum Fick gibt man den Kupfer ab, Alter? Das ist ein Fick. Kupfer. Das ist alles gestohlen, was hier drin ist. Nun weiter zum Highlight des Pakets. Ich habe es sogar extra verpackt. Es handelt sich um kulinarische Spezialitäten, welche ich meiner senilen Großmutter gestohlen habe. Alter. Die Pfefferonen stammen möglicherweise aus dem vergangenen Jahrtausend. Und auch die Zigeunersoße wird nicht viel jünger sein. Guten Appetit. Außerdem findet sich in diesem Paket ein vorfrankierter Rückumschlag mit einem Bild. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie dies unterschreiben und mir zukommen lassen könnten. Ich wünsche Ihnen eine baldige Genesung, weiterhin viel Erfolg, ein langes Leben und viele Koitusse. Kampf dem Finanzamt mit freundlichen Grüßen, Mirgo. Mirgo, ganz liebe Grüße zurück an dieser Stelle. Das Finanzamt muss wirklich weg. Ich merke gerade, dass 2024 bald erreicht ist. Das heißt, die ganzen Autogramme müssen verschickt werden. Ach, du Scheiße, Alter. Ich hoffe, viele von euch sind umgezogen in der Zeit. Das wissen, verstehen das nur die OGs. Also. Was haben wir hier? Dresden 1900 Notbremse. Junge, Schnaps. Schickt mir Schnaps. Das ist ja in Kondom oder sowas verpackt. Auf jeden Fall ist es komplett ausgelaufen. Oh, ist auch feucht. Stinkt auch. Ach Mann, gerade ist hier alles aufgeräumt. Guck mal, das so eklig sein muss. Ach hier, das ist doch die Qualifizierung. Das ist die Qualifizierung. Kupfer! Kupfer. Ich hab jetzt... Ich habe halt wirklich Kupfer erwartet. Einfach Kupferschrott. Das habt ihr aus mir gemacht. Hier übrigens ein sehr, sehr empfehlenswertes Bierchen. Oder eine sehr empfehlenswerte Limonade hier für die ganz hartgesottenen, Wichtigtuenden. Alkoholfreies Bernsteinweizen. Das ist das Beste, das es gibt.
Ja. Das war eine Schande, Weizenbier aus der Flasche zu trinken, aber ich habe einfach Durst. So. Gut. Jetzt haben wir auch unseren Videotitel auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall genau den Richtlinien entsprechend. So. Kongstrong. Perlenbacher. Eieieiei. Gelbe Schälerbsen, vereinte von Püries. Bautzen Senf. Junge, das ist ein wildes Paket. Jei. Oh. Was ich dem Schänder immer für Pfeffi geben muss, das ist einfach nur geisteskrank. Ja, wenn der dann wirklich mal zu mir kommt und ich sage, hier, das ist übrigens für dich, dann... Oh, Alter, ja, wenn ich mit der Scheiße hier, Alter. Diese Unmengen, Pizza-Gebutten-Tee, diese Unmengen von Pfeffi. Wah, Kräuterlikör. Dreck. Quengelwahl. Hat jemand nicht seine Adresse überklebt? Das ist ziemlich hohl. Vielen Dank trotzdem für den Autogrammwunsch, Brudi. Freiberger Pilz. Okay, das kann der Chris gerne saufen. Kleiner Feichling. Waldemar Behn. Also vielen Dank auf jeden Fall für den Schnaps. Den werde ich morgen an meine wunderbaren Geburtstagsgäste ausschenken. Ein Plan geht auf, nur ein Lipser. Milka-Schokolade. Vielen Rattenanus. Oh. Ist laut. Halb drei sollte man nicht so rumschmeißen mit irgendwelchen Sachen. Der arme Nachbar. Kein Wunder, warum der mich nie grüßt im Treppenhaus. Also der Ewige hier unter mir. Hier, Wikühler, oh, ein Geheimtipp. Wikühler ist auch was Feines. Billigbier, aber mit Charakter. So, dann haben wir hier noch ein PU. PU auch ein feines Bier. Ach, das würde ich jetzt eigentlich so gern genießen. Ach, Mann. Es muss ja nicht mehr ums komplette Saufen gehen, aber einfach mal so ein Bier zu öffnen und wirklich zu genießen. Ein richtiges Bier und nicht so ein alkoholfreies Weizen. Das fehlt schon. Ich bin auch dürre geworden, die Arme, Alter, scheiße. Ich will endlich wieder richtig Sport treiben können. Ich kann ja nichts machen. Das ist wirklich, hört auf, ja, hol dich ja kein Drüsenfieber. Das ist die größte Kacke, Alter. Und da hatte ich schon einen milden Verlauf, wirklich. Ich glaube, wenn ich sage, dass das nicht saufen können, das geringste Problem ist. Es fickt einfach alles. Dieser Dreck. Gut, vorletzte Paket. Nicht im Video vorlesen oder zeigen. Das ist immer ganz mystisch. Manchmal wirklich Socken. Swiss Classic. Das ist ja niemals drin, was drauf steht. Das ist schon wieder alles so krank hier. Junge, warum? Ein Satz Schälmesser. Ne, das ist ein Brotmesser im Prinzip. Das ist ein Schälmesser und nochmal ein Schäler von Victorinox. Vielen Dank. Küchenutensilien sind immer sehr, sehr fein. Frère Rocher. Was? Junge, vielen Dank. Junge, der Brief war sehr mystisch. Also. Oh, Erkältungsbad. Oh, das wäre ich. Ich glaube, das zimmer ich mir gleich rein, Alter, im Anschluss. Ich mache dann im Anschluss dieses Videos noch ein Taschenlampen-Review von den neuen OLED-Produkten. Danach ballere ich mich in die Wanne, Alter, das könnt ihr wissen. Lange Rede, kurzer Gin. Das ist ein Kalender für nächstes Jahr. Mhm. Sprüchekalender 2024. Perfekt, da habe ich ja schon mal das erste Geschenk für meinen Fadi. Ah ne, der guckt die Videos. Fadi, bitte vergessen, wenn du das siehst. Dein Lieblingsbaby. Alter, was ihr mir für Tee geschenkt habt in letzter Zeit. Das ist geisteskrank. Persischer Granatapfel. Vielen Master. Der schmeckt gut. Das stimmt.
Erwartet wird die sofortige Verspeisung. Andernfalls möge dich der Pfeiferische bis ans Ende deiner sinnlosen Verwesung heimsuchen. Seid ihr verarschlich? Also ich werde weder diese Lammfilets vertilgen, noch diese gammelige Frucht. Dann werde ich für immer diese wundervolle Form des Aezes besitzen. Komm, ich stecke euch alle an. So. Fand viel Mast da. Alter, so Lianka. Upgrade. Diesmal nicht abgelaufen und von feinster Qualität. Das ist wirklich eine Soljanka, die man sich durchaus umgehend ins Maul ficken könnte. Vielen Mastdarm dafür. Und dieses Paket ist unfassbar gefüllt. Multivitamin, Pausetipp, das ist auch immer schmackhaft. Etwas Gehacktes für deine Kochvideos. Für deine räudige Pestlocke, du geiler Köter. Was zum Geier? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft. Lindner sagt, das ist das bessere Nutella. Das ist sehr zu empfehlen. Vielen, vielen Dank. Das ist ja wirklich Premium hier, dieser Kram. Junge, was zum Fick? Einfach Y-Food. Alter. Also wirklich geblasen sein eure Glieder. Verwöhnte Göre. Also ich muss wirklich sagen, die Produkte von Starbucks sind mir im Laden viel zu teuer. Das ist wirklich wild. Ich muss aber sagen, die schmecken nie viel besser. Die sind zwar ein bisschen weniger süß so, aber würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich kann Spuren von Kleingeld enthalten. Das ist jetzt nämlich Kleingeld das Knuspermüsli gemacht. Ich weiß manchmal wirklich nicht, was ich sagen soll. Weil die Verschrumpelten die am liebsten sind. Feinste Trockenaprikosen, das ist auch schmackhaft, das stimmt sogar wirklich. Junge, noch mehr Schokolade, Alter, was zum Fick? Ich hab doch gestern schon gefühlt genau dasselbe Paket ausgepackt. Ihr seid komplett krank, Alter. Gute Nacht, Badesalz für Kinder. Vielleicht nehme ich auch dieses Bad dann, mal schauen. Ich hab richtig Bock auf Baden. Oh, ranzige alte Schuhe mit irgendwelchen Kerzen drin. Für dein völlig gleichgültiges Wohlgefühl. Aromatisches Cremebad, schwarze Rose. So ein bisschen sehr sass, weil das so nicht verschlossen war irgendwie. Da kann jeder reingewichst haben. Das ist immer schwierig. Das muss nochmal später überprüft werden. Dieses Produkt. Leergut, da muss man nichts überprüfen. Junge, noch mehr Y-Food. Classic Schoko. Y-Food ist wirklich praktisch, aber ich krieg dafür immer Bauchschmerzen wie Sau. Ich vertrag das leider nicht. Was ist denn das? Das ist eine Art Haarwachs. Riecht auf jeden Fall gut. Alter. Junge, welcher. Ich war Knecht, das Gewinde ist jetzt schon ausgenüschelt. Streichhölzer. Junge, was ist denn das für ein massiver Einkauf? Oh, Thunfisch. Stücke pikant in Gemüsesauce. Oh, das ist wirklich was. Da musst du einfach nur so ein altes Toast oder so mit dazu. Da hast du ein wunderbares Essen. Geil. Geil, geil, geil. Was ist das hier? Das ist ein Kockquälerei, scheinbar. Sehr mystisch. Fehlen wirklich einfach manchmal die Worte. Zwei Cent.
A bis Z, Vitamine. Hier ist ein bisschen Kleingürtel, das werde ich noch extrahieren, selbstverständlich. Okay, die sind nicht mehr funktional. Keine verdammten Kosten und Mühen gescheut. Alter, Waterdrop. Also, mich fasziniert die Zusammenstellung dieses Pakets. Beziehungsweise, was man denkt, dass ich scheinbar gerne konsumiere. Wiederverwendbare Strohhalme, auch praktisch. Danke. Das sind wirklich viele Sachen, die ich noch nie irgendwie auch nur ansatzweise probieren durfte. Es sind noch Pokémon-Karten in großen Mengen. Nougat. Und Nutella Be Ready. Oder Brady. Be Ready oder Brady? Das sieht halt aus wie ein Brot, deswegen Brady ist eigentlich naheliegend. Okay. Und ein bisschen Kleingeld. Hier okay, das Popsocket. Autisten-Bullshit. Generation Z-Müll. Wegen der vielen Rhododendron-Strauß für diese Sachen bisher. Eisungspause. Alter. Okay, hier kommen wir erstmal ein Bier entgegen. Nordlichtpilsner. Jägermeister, okay, ich glaube die Sachen, die gammeln schon eine ganze Weile irgendwo rum, die sind wirklich widerwärtig. Ich weiß einfach manchmal nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Manchmal fehlen auch wirklich mir die Worte. Und ein Hemelinger Spezial Schankbier. Okay. Das war wirklich eine sehr interessante Erfahrung. Danke für jedes einzelne Paket und jeden einzelnen Inhalt. Das war schön. Hodensack. Aber Leute, ist mal ohne Scheiß. Ich hätte gerne einen Maulesel.